Steig ein. Ich werde es ziehen. Du bist still. Geht's dir nicht besser? Doch, tut es. Ich weiß, du hast mich und Freya gehört. Du glaubst, du begreifst, tust du nicht. Warum sagst du nichts? Du sagst, ich bin verflucht. Ich bin schwach. Ich bin nicht wie du. Ich bin nicht das, was du wolltest. Aber nach all dem dachte ich, das hat sich geändert. Du weißt nicht alles, Junge. Nein. Aber jetzt kenne ich die Wahrheit. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Ich bin ein Gott, Junge. Aus einem anderen Land, weit von hier. Hier entschied ich mich für ein normales Leben als Mensch. Aber die Wahrheit ist, ich wurde als Gott geboren. Und du ebenso. Junge, hast du nichts zu sagen? Kann ich zu einem Tier werden? Kannst du zu einem Tier werden? Nein. Nein, das glaube ich eher nicht. Ich bin ein Gott. Und Mutter? War sie eine Göttin? Nein. Sie war sterblich, aber sie wusste, wer ich bin. Ich bin ein Gott. Warum hast du nie was gesagt? Ich wollte es dir ersparen. Ein Gott zu sein, kann ein Leben voller Kummer und Leid bedeuten. Das ist der Fluch. Was kann ich denn so? Kann ich fliegen? Unsichtbar werden? Ich fühle mich nicht wie ein Gott. Ich kenne deine Kräfte als Gott nicht. Aber sie werden sich zeigen. Ich kann nicht zu einem Wolf werden? Ich lasse mich gerne überraschen. Höre ich deshalb manchmal Stimmen? Hast du wirklich nie welche gehört? Nicht so wie du. Das ist nicht überraschend. Jeder Gott ist einzigartig. Also werde ich vielleicht nicht so stark wie Vater, bekomme aber eigene Fähigkeiten? Die hast du doch jetzt schon, Jungchen. Deine Sprachbegabung ist außergewöhnlich für jemanden, der so jung ist. Die Zeit wird zeigen, wozu du sonst noch fähig bist. Du hast es also gewusst? Ja, ja. Aber ich habe mehr als die Götter bekannt. Mich offenbar auch. Wer wusste wohl noch, dass ich ein Gott bin? Freya natürlich. Brock und Sindri? Sie müssen es nicht wissen. Baldur! Weiß er es? Verfolgt er uns deshalb? Kennst du ihn von früher? Am Tag der Beisetzung deiner Mutter sah ich Baldur zum ersten Mal. Das ist die Wahrheit. Hey, wir müssen doch nicht direkt zu Tyrs Gruft zurück, oder? Ich meine, wir sind Götter. Wir können tun, was wir wollen, stimmt's? Worauf hoffst du jetzt los? Ich werde es dir zeigen. So, kann ich jetzt auch mal wieder? Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Boot. Ja. Paddelboot-Simulator. Ja, meine Damen, die sehe ich ja mal richtig lange unterhalten hier wieder. So. Ich paddel erstmal noch so ein bisschen rum, denn hier liegen überall diese. Da war noch ein weiteres Schiff. Ja.
Ah, guck mal, da ist auch noch was zum Einsammeln. Schöner Sahntropfen, also Wassertropfen und so, ne? Ja. Warum immer diese runden Fässer hier liegen, mit Geld drin, weiß ich auch nicht. Wo die immer herkommen. Vielleicht werden die von der Schlange ausgekackt oder was, ich weiß es nicht. Ja. Immer wieder ein paar hundert Taler da drin. Jetzt noch was. Das nehmen wir auch noch mal mit. Heute eine schöne Paddelfolge. Hallo Möwe, die fliegt uns nach. Aber ich habe nichts zu essen für dich. Heute nicht. Da war er wieder. Er ist da und wieder nicht. Was bedeutet das? Gesehen, aber ja. Und Pen. Ja, was kaputt die. So. Sollen wir an dieser Stelle anlegen? Da waren noch drei Symbole. Was ist denn da im Wasser? Kaputt. Kann ich auch mal gucken, ob ich da diese drei Siegel da finden kann. Und sogleich noch eine neue Insel entdeckt hier. Oder so. Bohre Lagerraum. Drei Stück. Wieder mal. Okay. Konzentrieren, Junge! Dann hau ich den erstmal weg. Verdammt. Oh, nur einer.
die mit ihren dicken Hammer, ey. Ja, hau du auf den Boden. Dann kann ich die richtigen Platten machen. Das Tor runter. Haben wir denn hier in der Nähe? Ah, Kette, siehste. Hallo? Dann war denn eben da nichts auch, ging das nicht? Ein Frosch. Quark und Hobbit da vor sich hin. Neues Dock gefunden. Aha. Aber anlegen? Da an Land gehen oder was da im Moment? Ja, gehen wir so mich kleiner. Das ist der letzte! Wie, das ist der letzte? Was denn? Ja, mal die Kiste hier aus dem Nordrussien. Dornrussien-Schlag befreien. Geht nicht auf. Merkwürdig. Ah, da ist irgendjemand. Oh, ja. Sie hergespürt. Oh. Wasser, ich kann kaum noch meine Finger spielen. Ja? Warum? Hier leuchtet da was auf. Ja, jetzt könnte ich da dran, aber jetzt ist das Gitter hier unten. So. Was rot ist. Das ist nur Land aus eben gar nicht gesehen. Da kommen wir nicht durch. Moment. Da war was Rotes auf der Ecke. Dann geht hier jetzt nochmal hin.
die rote Stelle. Schön, schön. Dann hau ich das mal weg hier. Also. Bam, ja, schön. Und jetzt muss ich wieder hoch. Und ich lauf. Jetzt könnte ich da durch. Aber ja. Aber die Kiste leuchtet da so schön. Ich kann ja noch mal ein bisschen weiter drehen. Vielleicht kommt da ja was. Gut. Dann gucke ich noch mal da unten nach dieser großen Truhe. Upsala. So, hier kann ich dann mit dem Boot dann an und von da kommen. Hier strahlt die Kiste. Vorher nicht. Merkwürdig. Zorn der Titan. Aha. Mal kurz ein Chip essen. Haha. Brauch ein bisschen Salz. Okay, jetzt nehme ich mal das Boot, fahr mal von hinten ran. Dann kann ich das Gitter da runter machen. So. Aha. Ich sag's ja, man muss hier von hinten kommen, ey. Anders kann ich mal nicht. Von hinten finde ich das doch einfach besser. So. Was ist denn da im Wasser? Keine Ahnung, Meerjungfrau sogar. Na dann. Eins, zwei und der dritte ist da. Bing. Bong und. Ja, aber das eher leuchtet wieder. Thank you.
sehr schnell wieder an. Muss ich das auch letztes machen. Ja, das dauert sehr lange. Flutti Putti. In Ordnung. Da machen wir auch hier. Und ist gleich die nächste Truhe. Verbessern kann. Hm. Immer diese Dinger hier. Das ist doch. Hm. Geht's hier noch? Da ist noch eine Kiste. Könnte man leicht übersehen. Versuchen wir es nochmal, ohne Unterbrechungen. Auf ein neues. Lies vor. Den Tod höchst selbst ich verschlinge, auf das ich wieder Leben bringe. Oh, das gefällt mir. Ob ich das wohl verfasst habe? Ist das dort die Antwort? Da steht Erde. Verschlingt den Tod, bringt wieder Leben. Los. Jürt. Hätte ich in Alfheim gewusst, dass ich ein Gott bin, hätte ich mich nicht so schlecht dabei gefühlt, Alben zu töten. Eine sehr eigenwillige Schlussfolgerung. Du musst nichts bereuen. Die Alben haben sich uns aufgedrängt. Nein, ich verstehe es jetzt. Wir hatten Götter Dinge zu erledigen und dann kamen sie und haben uns in ihre kleinen Probleme reingezogen. Sollten wir das so im Raum stehen lassen? Ich meine, seit ich weiß, dass wir Götter sind, fühle ich mich so viel stärker. Vielleicht fühlst du dich gerade etwas zu gut. Macht stellt dich vor eine schwere Wahl, Kleiner. Du kannst entweder dir selbst dienen oder dich in den Dienst anderer stellen. Wie Tyr. Sie haben ihn geliebt, ha? Huh? Ja, ein Gott des Krieges. Doch einer, der für den Frieden kämpfte.
Es hieß, er war heroisch und gerecht und setzte Macht und Wissen ein, um Kriege zu beenden, anstatt sie anzufangen. Also gibt es gute Götter? Das soll alle paar Monde mal vorkommen, ja. Hier werden Orte erwähnt, die ich nicht kenne. Offenbar ist Tyr gerne gereist. Tyr glaubte, dass der Verstand und nicht pure Macht Krieg und Chaos verhindern könnte. Und er wusste, dass ihm der Besuch anderer Kulturen eine Weitsicht gab, die er daheim nie erlangen würde. Odin häufte Wissen an und bewachte es eifersüchtig. Tyr hingegen war offen und teilte seine Lehren und seine Weisheit. Deshalb liebten die sterblichen Tiere und brachten ihm Geschenke aus der ganzen Welt. Und was ist mit Tyr passiert? Odin sah in ihm eine Bedrohung für seine Herrschaft. Er verdächtigte Tyr, mit den Riesen gemeinsame Sache zu machen, anstatt zu helfen, ihre Geheimnisse für die Asen zu stehlen. Das hat er mir auch vorgeworfen, wobei er in Tyrs Fall recht hatte, glaube ich. Tyr hat den Riesen geholfen? Ich glaube schon, er fühlte sich verantwortlich für das Leid, das Odin über sie gebracht hatte. Ich vermute, er hat ihnen geholfen, ihre Spuren zu verwischen. Der fehlende Weltenturm. Genau. Was immer mit ihm geschehen ist, konnten die Riesen meiner Ansicht nach nur gemeinsam mit Tyrs Hilfe durchführen. Mann, die reden immer wieder so viel hier. Wo ist dieser schwarze Hurenkopf? Keine Ahnung, ich war noch nie hier. Was man die Bunny genau anfangen und was sie aufhören und so weiter. Der Stein, das muss sie sein. Hab die Gruft gefunden. Ach, war ja klar. Bevor ich da wo was machen muss, sehe ich mich erstmal so ein bisschen um. Ich gucke mich in diesem Raum erstmal alleine um, weiß nicht, ob noch ein anderer Raum da ist. Ich gucke hier mal eben. Geht nicht auf. Gut. Dann würde ich sagen, ich laufe hier mal ein bisschen alleine rum und dann melde ich mich in der nächsten Folge wieder. Bin ich jetzt einfach mal so. Ha. Dann gehe ich hier mitten beim Spielen. Also und sage dann bis zur nächsten Folge. Mach's gut und bye bye.